Hey, hallo und willkommen zu dem zweiten Video von No Man's Sky. Wir befinden uns immer noch in der leider etwas kaputten PC-Version. Deswegen, falls ihr das vorherige Video nicht gesehen habt, habe ich das genauer erklärt. Kleinere Ruckler können mal vorkommen, aber trotzdem haben wir einen unfassbar interessanten Startplaneten abbekommen mit einiges an Lebewesen, irgendwelchen Raumschiffen, die über uns hinwegfliegen und sind jetzt hier dabei, unser Raumschiff vollständig zu reparieren oder zumindest noch den Impulsantrieb hier. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf Tab. Und dann sollten wir alles gesammelt haben und können diesen Impulsantrieb reparieren. Und rein theoretisch sollte jetzt das Raumschiff wieder funktionsfähig sein und ich sollte dann in die Lüfte starten dürfen. Oder? Nee, ich muss die... Ah, okay, klar. Ich dachte mir schon fast, dass noch irgendwas da wäre. Ich muss die Startschubdüsen auch noch auftanken. Hä? Mit Energie eben. Ich habe ja noch ein bisschen Tamium. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, das reicht anscheinend nicht aus. Okay, da muss ich wohl doch mal irgendwie noch ein bisschen weitere Ressourcen besorgen, so schnell das eben geht. Ich werde auch ganz fix machen. Ich dachte, wir können jetzt gleich losfliegen. Aber dem war nicht der Fall. Aber dafür haben wir einen weiteren Reisenmeilenstein erreicht. Und ich mag diesen Soundtrack, der da einspielt, unfassbar gerne. Ich finde, soundtrackmäßig ist das schon ganz cool, was sie sich da ausgedacht haben. So, aber jetzt kümmere ich mich dann mal hier um... War das hier nicht sogar... Ne, da hinten scheint irgendwas Energiemäßiges zu sein. Zum Glück hat man diese Symbole, ja. Hätte ich diese Symbole nicht, wüsste ich nicht, wohin mit mir selbst. Ja. Schön nochmal Plutonium, 53. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht sogar schon reichen würde. Könnte ich mir gut vorstellen. Ihr seid ja ganz... Guck mal, wie nah ich da ran kann. Weil das nicht so schnell laufen kann. Das ist eine komische Situation jetzt. Kann ich mir vorstellen, zumindest für das Vieh hier. Aber ich wollte es nochmal demonstrieren. So, hier war nochmal irgendwo... Da ist auch nochmal so ein bisschen was an Energy. Und dann gehe ich doch fast von aus, sollte das... Da sind sie wieder! Wir sind hier nicht alleine. Wir sind hier sowas von nicht alleine. Ist das hier Tamium 9? Das Tamium 9. Geil. Freut mich voll. Dass ich das jetzt hier... Okay, es sind also irgendwelche Pflanzen, die ich am... Wegesrand finden kann. Das hinten scheint auch nochmal eine zu sein. Und da drüben habe ich auch gleich nochmal das Symbol. Und da ist auch nochmal irgendwas. Es ist überall was. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit nur sagen, da ist was und da ist was und da ist was. Und wäre schon völlig zufrieden damit. Ist dann vielleicht nur nicht so unterhaltsam. Wer weiß schon. Hier ist doch auch nochmal irgendwie irgendwo irgendwas. Das ist Kohlenstoff. Warte mal, wo ist denn jetzt hier... Das da wollte ich noch haben. Der Wissensstein. Korvax-Wort für Warnung gelernt. Ist Korvax vielleicht einfach diese andere Zivilisation hier? Oder die ich vielleicht auch schon klammheimlich gesehen habe? Ich hüpfe hier nochmal rein. Kümmere mich mal kurz um meinen Anzug. Aber zumindest hat er so eine Flagge dabei gehabt. Das ist doch auch schon mal was. Das hat nicht jeder... Was ist das hier? Oh! Text. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. In einem Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel, fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein, oder werde ich, gerade erwacht und noch benommen, manipuliert? Ein Name brennt sich in meinem Verstand ein, Atlas. Und eine Bitte, wortlos geäußert, ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereit hat. Also, grundsätzlich bin ich, was irgendwelche komischen manipulativen Wesen, die in deinem Kopf stattfinden und rote, drehende, alles wissende Kugeln, das ist nicht so mein Ding. Aber weil es ja irgendwie so eine Art kleine Storyline vielleicht zu sein scheint, ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier versehentlich das Tutorial aktiviere oder so, werde ich mal draufdrücken. Frei erkunden kann man ja vielleicht später auch nochmal machen. Hoffe ich. Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung erfüllt. Ich war verloren, doch nun wurde ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schätzen und ich bin mir sicher, dass er mir bald, das konnte ich nicht mehr lesen, das ging eine Ecke zu schnell, aber ihr konntet es noch lesen. Okay, ich bin jetzt ein Homeboy von Atlas, vielleicht kommt er ja irgendwann hierher und bringt mir ein bisschen was von dem Kram vorbei. Das kann ja erstmal nicht schaden, wir haben ja sonst hier keine Freunde. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier gleich irgendeine miese Entscheidung gemacht habe. So, ich habe hier ja ein bisschen Tamium 9, das habe ich die ganze Zeit vorher gesucht. Aber es war eben schon wieder nicht genügend für die Startschubdüse, muss ich halt auch noch aufladen. Das kann ich mit Plutonium machen. Oh, so viel zum Aufladen. Im letzten Video habe ich noch gesagt, ich finde das super toll, dass man hier Sachen aufladen kann. Ich finde das
Ich finde das ganz grandios. Ich mache das richtig. Ist wirklich schön. Ist ganz toll. Also. Weiter Plutonium brauche ich also auch noch ein bisschen was. Ich muss einfach ganz, ganz viel Kram noch einsammeln gehen. Vielleicht gehe ich jetzt mal in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal war. Vielleicht bin ich doch jetzt bereit für meinen ersten Mord. Einfach nur mal zu gucken, was da rumkommt. Oh. Es tut mir leid. Eisen. Das ist unsere erste Leiche. Da hinten ist mein Kunstwerk. Das habe ich mir als so einen kleinen Orientierungspfeiler auch reingemacht. Hier ist Plutonium. Und ein Schildsplitter. Gagnip. Was ist Gagnip? Ich habe Gagnip bekommen. Ach, guck mal. Oh, vielleicht war das doch eine ganz gute Sache. Hier steht Atlas Pass Version 1 notwendig. Und wir haben uns ja dieser Atlas-Sache angeschlossen. Das heißt, vielleicht bekommen wir auch irgendwann den Pass. Vielleicht war das gar nicht mal so unintelligent. Übertrag das hier mal. Übertrag das auch mal. Übertrag das, übertrag das, übertrag das. Was ist Gagnip? Ein Nahrungsmittel. Durch den Verzehr können die geschnäbelten Händler über einen längeren Zeitraum angenehm duftendes Gas verströmen. Ich kann irgendwelche Händler damit zum Pupsen bringen. Das ist grandios. Ist er voll? Ich glaube, er ist voll, Alter. Leute, Startschubdüse und Impulsantrieb, beides ist voll. Sofort zum Raumschiff. Ich hab so Bock drauf. Komm, ab nach oben. Also der Planet sieht eigentlich fast richtig schön aus, wenn er in dieses etwas rosanere, pinkere Licht getaucht wird, anstatt diesem roten. Aber er hat schon was von so einer... Er hat schon was Höllenartiges an sich. Es geht auf mit der Rasamama S36 Rasamama. Sorry. Ich finde das irgendwie so ein spezieller, schöner Name für das Raumschiff. Dann kann man den schon mal auch so ein bisschen zelebrieren. Also, hier ist eigentlich alles ganz jetzt. Zum Starten W drücken. Okay. Es geht los. Volle Pulle, Pulle. Reisemeilenstein erreicht. Unser Raumschiff, es fliegt nach nicht mal einer Stunde Spielzeit. Ließ es sich endlich starten. Das heißt, nach nicht mal einer Stunde. Das sollte ja jetzt keine 10 Stunden gehen, bis man in so einem Spiel mal anfangen kann zu fliegen. Okay. Wenn ich jetzt eben hochfliege, dann kann ich auch die Atmosphäre verlassen. Aber erstmal habe ich einen... Okay, zum Glück. Ich dachte schon, es stürzt jetzt das erste Mal wirklich ab. Man hat ja auch Treibstoff. Das heißt, ich will jetzt natürlich mir schon ein bisschen diesen Planeten hier anschauen. Und nicht gleich raus in die Atmosphäre. Oder nach oben fliegen, um die Atmosphäre zu verlassen. Deswegen fliege ich jetzt mal ganz langsam hier noch so ein bisschen drüber. Wie so eine Omi. Ja? Soll man nicht Rasamama nennen, das Raumschiff, sondern Rasaomi. Nur mal zu gucken, ob ich hier irgendwo ein Zeichen von Zivilisation finden kann. Da unten ist irgendwas. Warte mal. Aber das ist keine Zivilisation, das sieht nicht aus wie irgendeine Basis. Ich will einfach nur kurz gucken, ob hier irgendwo jetzt schon so eine Art Basis ist von irgendwelchen Aliens oder eine Art Stadt oder sonst was. Deswegen kurz ein bisschen umschauen, kann ja nicht schaden. Bevor es ab nach draußen geht. Mir wird da auch irgendwas auf der Karte angezeigt. Irgend so ein Klotz. Ist das... kam ich da her? Ist das meine Startposition oder... Irgendwas völlig anderes. Ich fahre auch langsam, weil ich will nicht zu viel von meinem Kraftstoff, Treibstoff verbrauchen. Das finde ich wirklich gut, ey. Dass man hier Treibstoffmanagement und sowas machen muss. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Nicht zu viel, weil ich habe auch ganz schön Angst, hier irgendwie zu crashen. Das würde ich mir zutrauen. Ich weiß ja auch gar nicht, inwiefern das funktioniert, ob man dann... Da ist auch nochmal irgend so was Grünes unten rechts in der Ecke. Ja, da ist auch wieder so eine Ansammlung. Ich weiß nicht genau, was ich... Also das sieht genauso aus wie vorher. Ich kann ja mal gucken, kann ich landen? Geht das einfach so?
Wie lande ich denn? Muss ich dazu E drücken? Oh. Okay. Hat funktioniert. Man muss dazu E drücken. Hier, das da hinten. Das würde ich mir jetzt mal kurz anschauen. Ich hätte zwar auch irgendwie ein bisschen näher da dran landen können. Das gebe ich jetzt schon zu. Aber man muss ja nicht gleich in der ersten Sekunde den Planeten verlassen. Bisher ging es mir ja hier eigentlich ganz gut. Ich wurde freundlichst aufgenommen, zumindest von der Tierwelt. Aber ich will immer noch wissen, was diese Raumschiffe sind. Vielleicht sind die auch nur Wächterdrohnen von irgendeiner anderen Zivilisation dagelassen worden. Nugestrotal. Nee, das sind... Ich habe noch gar nicht in Betracht gezogen, dass die Aliens vielleicht viel, viel kleiner sind als ich und deswegen gar nicht so große Häuser brauchen. Oh, das hier ist irgendwas. Hier kann ich speichern. Ich stelle mir nur so ein bisschen die Frage, was ist das hier? Ist das einfach nur... Einfach nur eine Außenstation? Wird hier irgendwas gefordert? Ich meine, das ist ganz geil für mich, weil hier ist einiges an Plutonium und das kann man immer gebrauchen. Und das kann ich jetzt bestimmt auch kaputt machen, wenn ich will. Komm, ich hämmer mal drauf. Oder scanne das erstmal. Kein Scan. Nee, das kann ich auch gar nicht mit meinem normalen Bohrer kaputt machen. Vermute mal, dafür bräuchte ich dann schon irgendwie was Stärkeres. Irgendeine Art Waffe. Und mich reizt es dann jetzt doch ganz schön, diesen Planeten hier zu verlassen und mich mal in der, naja, nicht wirklich näheren Umgebung umzuschauen, aber... Ich weiß, das war schön formuliert, aber dass das Spiel mir jetzt dafür... Nee, ich bin ein bisschen was gelaufen. Das ist mein Reisemeilenstein. Kleiner Marathonläufer, das bin ich. Ich habe ja vorher auch schon so gesehen, als ich mal an so einem Vieh dran war, dass man die auch irgendwie füttern kann. Zumindest bei dem Großen. Das wäre ja auch noch spannend, wenn man irgendwie sich wirklich auch ein Pet zulegen könnte. Oder ein Reittier oder sonst was. So, meine liebe Rasamama S36, was ist das für ein Name, bitteschön? Wir starten erneut. Startschubdüse ist nur noch bei 50% und ich gehe dann jetzt Outer Space. Rein in den Nebel. So Nebel bedeutet eigentlich immer nichts Gutes. Und vor allem, wann bin ich draußen? Wann weiß ich das? Es wird bestimmt erstmal schneller. Das weiß ich eigentlich auch. Boost, Impulsantrieb wird aktiviert. System Megurobeoka. Megurobeoka. Ist das jetzt Fliegen, was ich hier mache? Müsste ich so steuern können? Okay, hier sind schon mal irgendwelche Objekte. Das ist der Planet, auf dem ich war. Hier. Nirfgert Asrap. Da hinten ist irgend so eine Art Sonne. Ich weiß nicht, ob man da auch hin kann. Und meine nächsten Missionen, um das Sternensystem zu verlassen, wären Hyperantriebtechnologie erlangen, Hyperantrieb bauen und Hyperantrieb auftanken. Oh, es ist schon mächtig, ey. Das ist schon... Das ist alles unentdeckt. Das ist auch unentdeckt. Hier ist eine Raumstation sogar. Es fällt, und das ist sehr positiv, es fällt mir echt leicht, diesen anfänglichen Ärger, den ich ja gar nicht so krass habe, wie vielleicht manche andere über die schlecht optimierte Version. Es fällt mir echt leicht, diesen Ärger völlig im Hintergrund zu lassen. Einfach weil das trotz allem bisher das ist, was ich so vom Spiel haben wollte, weißt du? Hier so rausgehen und... Was ist denn jetzt das? Sind das einfach Raumschiffe da vorne? Soll ich da... Was passiert, wenn ich da... Ich flieg da jetzt einfach mal hin. Eigentlich sollte ich vielleicht nicht dahin fliegen, zu irgendwelchen Raumschiffen, sondern eher zu einem nächsten Planeten. Oder zu dieser Raumstation. Gib mir mal den Impulsantrieb bitte nochmal. Wow! Alter Vater, ey, ich dachte, wir crashen da voll rein.
Ich dachte, wir crashen da voll rein. Ich komme mit diesem Impulsantrieb noch nicht klar, ey. Zum Glück wird das höchstwahrscheinlich nicht erfunden werden, solche schnellen Raumreisen, solange ich hier noch wirklich am Leben bin. Also ich als Captain von einem Raumschiff, das wäre wohl nicht so praktisch. Ich dachte, wir crashen da voll rein. Holy moly, ey. So. Kann ich das jetzt durchscannen? Eingehendes Signal entdeckt. Okay, von wem? Da ist ein Signal. Da habe ich ein Signal entdeckt. Ich will erstmal hier... Das ist ein Container. Okay, das ist nur ein Container. Alles gut. Ist gar kein fremdes Raumschiff, das mich jetzt irgendwie abballern könnte. Das da hinten vielleicht. Oder sind das alles Container? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt zu diesem eingehenden Signal. Das wird wahrscheinlich auch der weitere Verlauf der Storyline sein. Ey, dieser Impulsantrieb macht mich völlig fertig. Der macht mich völlig fertig, ey. Hoffentlich haben wir dafür auch genügend Treibstoff. Das Gute ist auch, es ist genau die gleiche Richtung wie die Raumstation. Und die würde ich mir ja auch noch ganz gerne anschauen. Das ist schon nice gemacht. Und dass wir wirklich auf all diesen Planeten landen können und dass all diese Planeten sich voneinander unterscheiden können. In Flora, Fauna, Tierwelt. Das ist... So, warte mal. Halt mal an. Eigentlich will ich mir erst die Raumstation anschauen, bevor ich dem Signal folge. Deswegen peile ich das jetzt mal an. Aber dafür muss ich auch erstmal wieder halbwegs gerade werden. Ist gar nicht so einfach. Und dann kann man wieder den Impulsantrieb aktivieren. Mit dem Impulsantrieb sind es nur noch wenige Sekunden. 10 an der Zahl. Nur immer gut aufpassen, dass man nicht reincrasht. Deswegen, ich werde nach einer vielleicht... So. Obwohl, die ist noch weit genug weg. Ja, das dauert zu lang. Ich habe nur Angst, dass ich die ganze Zeit mit diesem Impulsantrieb irgendwo drin lande. Hallo? So, okay, der Impulsantrieb, der schaltet sich auch ab. Na, zum Glück. Ich habe schon wieder damit gerechnet, dass das Spiel abstürzt, aber es ist uns bisher immer noch verschont geblieben. So, was passiert, wenn ich jetzt hier in diese... Wenn ich die jetzt ansteuere, die Raumstation? Ich versuche schon die ganze Zeit mit F zu scannen. Das ist irgendwie so ein Dreieck. Ich will halt auch nicht reincrashen. Ich meine, das sieht beeindruckend aus. Aber kann ich damit jetzt irgendwas anfangen? Ich gehe mal ein bisschen nach oben. Oder ich versuche mal zu landen. Vielleicht geht das auch. Ne, landen kann ich leider nicht. Ich kann so entlang sliden. Okay, hiermit bin ich offiziell auf so einer Raumstation rumgesurft. Was ist das hier? Das ist es. Oh, hier geht's rein. Und wir sind gelandet. In der ersten Raumstation. Wirkt irgendwie... Es wirkt so, als wären wir in irgendeine Art Hyperintelligenz reingeflogen. Wisst ihr, was ich meine? Hier dieses blaue Licht da hinten. Da landet auch irgendwer. Ist das jetzt... Das ist jetzt aber kein anderer Spieler, oder? Das ist ja immer noch so die Frage, ob man sich da irgendwie treffen kann oder sonst was. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Nee, okay, das hier sind NPCs, Gelehrtenentität Akandiyaka. Interagieren wir mal.
Tuchi Majutski Grivors Vigradu Drovski Molnetsk. Also, diesen ganzen Aspekt des Spiels, davon habe ich wirklich nicht mehr gesehen als so ein Bildschirm bisher. Die elektronische Lebensform bereitet die Daten über seine geladene Fracht und den Wert seines Raumschiffes vor. Ich könnte jetzt ein Raumschiff kaufen. Habe ich ganz knapp nicht genügend Geld für. Das sind jetzt irgendwie so 1,2 Mille. Ich habe 1200. Reicht ganz knapp nicht aus. Das wäre jetzt aber auch ein Riesenzug. Also, das war doch irgendwie diese Frage oder Diskussion am Anfang, dass man rein theoretisch in diesem riesigen Universum auch aufeinander treffen könnte. Als Spieler. Das wäre auch ein riesiger Zufall gewesen. Deswegen war das so ein Gänsehaut-Moment für mich am Anfang. Aber ich weiß da auch gar nicht, was da der aktuelle Stand ist. Ob das denn jetzt irgendwie geht oder nicht. Ich kann den natürlich nicht verstehen, weil ich eben auch noch nicht die Wörter gelernt habe. Wir hatten ja vorher schon die Situation auf diesem Planeten, dass wir da so ein bisschen Sprachen gelernt haben. Finde ich auch geil, dass man da irgendwie so Wörter lernen sollte. Aber okay, wir sind auf erste andere Lebensform getroffen. In dieser Raumstation hier. Was ich aber noch machen wollte, ist eigentlich diesen Gang hier ausprobieren, wo es dahin geht. Nämlich rein in die Raumstation und was sich da so drin befindet. Oh, guck mal, eine Launch. Das ist ja entspannt hier. Hallo? Oh. Gesundheit auf Maximum, ich konnte mich hier regenerieren. Und das ist die Geologenentität Denimit. Den ich natürlich auch nicht verstehe, aber er redet irgendwas von Filet. Nee, selten. Guck mal, selten habe ich verstanden. Das ist doch was, ey. Als ich mich der elektronischen Lebensform nähere, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelemente misst. Ich tue so, als würde ich ein wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, woraufhin die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Jetzt könnte ich hier eben was abgeben, wenn ich was davon hätte. Habe ich aber nicht. Aber haben wir hier auch mal diese elektronische Lebensform kennengelernt. Sieht so ein bisschen aus wie Daft Punk. Hier haben wir ein Terminal. Terminal des galaktischen Marktes. Willkommen in der Vorratsmatrix des galaktischen Marktes. Hier könnte ich jetzt eben Gegenstände verkaufen. Will ich aber eigentlich auch noch gar nicht. Ich schaue mich erstmal nur so ein bisschen um und komme ich hier nicht rein, das sieht so... Ja, dafür brauche ich einen Atlas-Pass. Also diese Atlas-Geschichte, die wird hier wohl noch ein ganz schön großes Thema werden. Zumindest wenn ich Zugänge zu bestimmten Sachen, Türen oder sonst was will. Aber das ist schon mal ganz cool hier auf der Raumstation. Also ich meine, mein Schiff ist das kleinste. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber trotzdem. Ich steige mal wieder in meine Rasamama ein. Und dann würde ich sagen, sind wir leider schon wieder am Ende von diesem Video von No Man's Sky angelangt. Ich find's gut. Das ist nach wie vor mein Fazit. Nicht perfekt, das braucht man gar nicht sagen, aber allein diese kleinen Gänsehautmomente, die man so ein bisschen hat, wenn man so eine Raumstation entdeckt, da reinfliegt, dann kommen da andere Fahrzeuge an, man weiß nicht mit wem... spricht man eigentlich, man versteht die Leute nicht, es sind irgendwelche elektronischen Lebewesen, wir haben jetzt dieses Signal, dem wir folgen werden, einen neuen Planeten und das alles erleben wir im dritten Video, denn, ja, ich bin hier in so einer kleinen Session drin und ich will noch weiterspielen und deswegen wird es auch noch ein drittes Video zu No Man's Sky sicher geben, was euch aber nicht davon abhalten soll, hier unter diesem Video eure Kommentare und Bewertungen dazulassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr wurdet unterhalten, ciao, schüttel dö und reingehauen.